Ein abendlicher Spaziergang im sächsischen Freiberg. So war es angekündigt und das soll wohl problemlos klingen. Aber das ist es nicht. Denn es handelt sich um einen Protest gegen die Corona-Maßnahmen. Und Versammlungen sind in Sachsen aktuell verboten. Ihre Versammlung verstößt gegen die sächsische Corona-Maßnahmen. Ist nicht angemeldet und auch nicht genehmigt. Die Freien Sachsen hatten am Wochenende zu den Protesten in zahlreichen Städten des Bundeslandes aufgerufen. Eine Kleinstpartei, die vom sächsischen Verfassungsschutz intensiv beobachtet wird. Der hat sie als rechtsextremistisch und verfassungsfeindlich eingestuft. Unter den rund 650 Teilnehmern in Freiberg sind Familien mit Kindern, aber auch Rechtsextreme. Die Polizei ist gut vorbereitet, mit vielen Beamten vor Ort. Schließlich kesselt sie einen Teil des Protestzugs in einer Nebenstraße ein. Jetzt stehen sie da, jetzt wirst du gefilmt, wirst tendenziell noch festgehalten, dann musst du noch vielleicht mal Strafe bezahlen. Der konkrete Tatvorwurf ist die Teilnahme an einem Aufzug, was derzeit nicht gestattet ist. Das ist laut Corona-Notfallverordnung in Sachsen mit einem Bußgeld von rund 250 Euro bewährt. Nach dem Eingreifen der Polizei wird die Stimmung aggressiver. Widerstand! Ich war nur festgehalten! Lass ihn frei! 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 Was beschäftigt diese Menschen? Warum sind sie so wütend? Und warum ist es ihnen so wichtig, auf die Straße zu gehen, dass sie auch eine Ordnungsstrafe riskieren? Das würde unser Team gern von den Demonstrantinnen und Demonstranten wissen. Bloß, die meisten wollen mit dem Spiegel zunächst so gar nicht reden. Die Stimmung gegenüber Journalisten ist feindselig. Nee. Das ist kein Medium, was ordentlich berichtet. Das kann man knicken. Da wollen wir gar nicht drauf verzichten. Was soll ich denn anberichten? Weil wir wissen, wie gefremd wird und wie die Leute dann hinterher dargestellt werden. Und das kann man uns schenken. Ihr nicht. Warum nicht? Hä? Warum nicht? Man sieht doch, wie hier berichtet. Ja, also, ja, ist besser, Sie haben wir vorne. Kommt vorne. Warten Sie doch mal bitte. Lügenpresse! Lügenpresse, mit euch redet eh keiner. Gehen Sie doch mal hier durch. Nehmt mich nicht filmen. Gehen Sie doch mal hier durch. Fassen Sie uns nicht an. Ja, aber stellt mich nicht filmen. Wenn keiner mit uns redet, dann können wir ja gar nicht filmen. Sie haben drunter sowieso nicht. Können Sie doch wieder hingehen. Sie sagen, was wollt ihr hier? Schon mal mit dem blöden Maulkorb. Zwischen beiden kann ich nicht anfangen. Einige wenige geben dann doch noch Interviews. Vor allem ein Mann lässt sich auf Medienvertreter ein, spricht ausführlich mit dem MDR und auch mit unserem Team. Es kann nicht sein, dass er kritisiert das Vorgehen der Polizei, die Corona-Maßnahmen im Allgemeinen und die Medien. Das ist ein Grundrecht und ein Grundrecht muss ich nie anmelden. Und ich kann montags spazieren gehen, so lange und so oft wie ich will. Ich kämpfe bloß um meinen Enkel, um meine Kinder und um meine Existenz. Und die haben sie zu einem Teil zerstört. Aber man muss sehen, wie man die Leute in die rechte Ecke drückt. Und das ist alles Presse, was das macht. Man drückt alles in die rechte Ecke. Jemand, der eine andere Meinung zu dem C-Thema hat, der wird A, wird er nicht gehört. Und dann wird er abgewürscht. Dann ist es ein Schwurbler, dann ist es ein Querdenker. Leute, die noch einen normalen Verstand haben. Letztlich wird er von anderen Demonstrierenden gewarnt, überhaupt mit Medien zu sprechen. Die machen dich dann wieder später zum Idioten im Fernsehen. Hör auf damit, die kriegen dir das Wort im Mund rum. Bitte? Ach Quatsch, hör auf damit. Tu dir das nicht an. Tu dir das nicht an. Lass. Hör auf mich. Ja, ich schleppe dir das schon. Ja, die machen aus dir wieder einen Affen, wie immer. Egal, ja, was du jetzt hier sagst. Ja, das kann man dann auch anderweitig klären, wenn sie mich zum Affen machen. Schließlich löst die Polizei die Versammlung auf. Sie werden jetzt einer Identitätsfeststellung zugeführt. Wir bitten Sie, freiwillig mitzukommen und keinen Widerstand zu leisten. Damit es schneller geht, macht die Polizei für die Identitätskontrolle Fotos der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Von rund 450 Menschen nimmt sie Personalien auf. Die gehen dann relativ friedlich auseinander. Es werden allerdings nicht die letzten Demonstrationen bleiben. Und Verfassungsschützer sowie Innenminister warnen schon jetzt davor, dass die Proteste in Zukunft weiter eskalieren könnten. Erst recht, wenn die allgemeine Impfpflicht kommen sollte.